Sieb. Fliegen. Rainbow. Sind so viele schöne Sachen, die wir überhaupt nicht mehr sagen. Also waren immer dumme Sachen, aber trotzdem schöne Sachen. Wie Buttplug? Ja, das auch. Meine. Hallo. Oder Molle in de Birne, wie Regen in der Rinne. 5 Promille bedeutet ich chille. Und sowas. Also in der letzten Folge ging's nicht um Backfisch. Aber ich mag Backfisch. Echt? Ja, Backfisch ist lecker. Ich meinte auch Trockenfisch. Ach so. Ich weiß nicht, warum ich Backfisch gesagt habe. Trockenfisch ist halt echt speziell. Aber mit Wodka kann man alles essen. Das geht. Wodka tötet die Geschmacksnerven. Wodka tötet also die Geschmacksnerven. Aha, wo hast denn das hier? Alkohol betäubt. Ja, aber es tötet ja nicht gleich. Naja, temporär. Wenn du dafür genug trinkst? Ja gut, die machen alle den Fehler und haben doch so lange Mund. Das muss direkt außerdem, im Schacht. Oh, Alas, ist passiert. Außerdem haben Alkoholiker meistens eine erhöhte Inzidenz für Krebs im Mundrachenraum. Und davon sterben dann die Geschmacksnerven. Da stirbt alles. Ja gut. Wenn du Zungenkrebs hast, sterben deine Geschmacksnerven. Aber siehst du, dann tötet ja nicht der Alkohol die Geschmacksnerven, sondern der Krebs. Aber der Krebs ist durch den Alkohol verursacht. Ja, aber der Alkohol tötet nicht die Geschmacksnerven. Außerdem verursacht der Alkohol, der hohe Alkoholgehalt, Zellschäden, der dazu führt, dass dass es ja erst zu den Mutationen kommt. Und ja, Zellschäden bedeutet auch Nervenzellen. Ja gut, aber in der letzten Folge. Und? Überhaupt. Auf. Aber in der letzten Folge. In der letzten Folge waren wir sehr, sehr gut. In der letzten Folge haben wir uns verprügeln lassen. Wir haben unsere masochistischen Adern entdeckt und haben gedacht, wir gucken mal, was Florina noch so alles im Petto hat. Und dachten, wir kuscheln mal ein bisschen mit den Worry. Es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, denn die wollten direkt wieder sofort drufter. Nein, du verstehst das falsch. Die wollten euch einfach zu einem freundlichen Baseballspiel einladen. Mit euren Köpfen als Ball. Du wolltest wieder nicht mitspielen. Du bist stattdessen weggelaufen. Der ist überhaupt nicht weggelaufen. Ja. Der hat heldenhaft seine Position gehalten, wie ich es ihm gesagt habe. Überall Bomben und Granaten um ihn rum und Feuerwerkskörper vermutlich auch. Knallfrösche und so. Und der ist da eisern geblieben. Eisern? Nein, der ist weggelaufen. Der ist in seiner eisernen Rüstung geblieben. Aber der ist doch hinterher wieder dahin gerannt und dann ist er weggelaufen. Ach, das meinst du. Ja, aber da wollten sie ja nicht mehr nur Baseball mit ihm spielen. Da hätten sie ja vermutlich was anderes gewollt. Das ist die Ethik der Füße. Du hast sie einfach nicht verstanden. Das ist es. Du wolltest sie einfach nicht verstehen. Ja, ich wollte nicht mit denen ich spielen. Ich finde, man sollte den Menschen einfach mal eine Chance geben. Man muss nicht immer das Schlechteste annehmen. Ich finde das nicht in Ordnung. Du kannst den nicht so einen Typen angucken und dann sagen, prinzipiell ist der scheiße, der will mir sofort ans Leder. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht will der ja auch einfach nur Liebe. Weißt du, das dachte ich mir auch. Aber das klingt jetzt halt so, wie als würdest du mir sagen, ich müsse mich den Sorgen und Ängsten der Bevölkerung annehmen. Und da sage ich dir, ja gut. Ja, dann mach's doch auch. Wenn du schon sagst, ja gut, wenn du mir schon zustimmst, dann mach's doch auch. Heiß ich Petri. Glücklicherweise nicht, denn ansonsten würde ich dich jetzt kicken. Ja gut, dann würden wir überhaupt nicht zusammen spielen. Nein, dann würde ich dich sogar bannen. Nur das, echt? Na, mehr kann ich ja nicht tun. Ja gut, du könntest drüber kommen und meine runterhauen oder so. Shadowrun, die Alternative für ID&D. Ich könnte dir einen Inferno-Dildo in den Arsch schieben. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen privat bei euch. Wieso das denn? Ja gut, so ein Inferno-Dildo, das ist ja eigentlich nichts Privates. Ein Worry-Inferno-Dildo, sprich ein Baseballschläger mit Nägeln. Und Tabasco. Der übrigens auch noch brennt. Brennender Tabasco, Tabasco-Schnaps. Na, sieh. Der brennt. Die rote Rakete, kennst du es nicht? Rote Rakete?
Ja, nicht die, aber so ein Bargetränk, das ist halt einfach nur ordentlicher Schnaps, dann tust du da ordentlich Tabasco rein, dann trinkst du das und denkst dir, oh ja, das ist dann musst du Mexikaner was lange nicht mehr. Musst du Mexikaner trinken. Ja, aber in coolen Gegenden heißt das Rote Rakete. Nee, das ist ja auch ein bisschen was anderes. Halt die Fresse, du kommst nicht aus einer coolen Gegend. Da muss ich leider zustimmen. Wir haben hier, glaube ich, irgendwas um die 5% AfD-Wähler. Oh mein Gott. Wie viel habt ihr? 5,5. Ja gut. In meiner Stadt. Ja gut. Ich werde still. Ja. Ich werde ganz, ganz still. Du denkst so, du bist jetzt cool, nur weil ich aus dem Land komme, wo Pegida geboren wurde oder was? Ich schäme mich für 5,5% aller meiner Mitbewohner hier. Siehst du, ich schäme mich immerhin für ein Fünftel aller meiner Mitbewohner hier. Nee, nein, das war noch nicht so. War das 20%? Ja, es waren über 20%. Ja. Ja, gut. Viel Spaß und bleib geil. Selber geil. Das haben wir jetzt im Intro nicht gemacht, aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal gut, wenn wir uns einig sind in Folgendem. Ihr habt ein Virus programmiert, TikTok, zusammen am Ende mit der Nähmaschine, bei den Autos quasi allen das Grid Guide mal ein bisschen zu ficken. Ihr wollt weiterhin heute den Mast manipulieren, damit das Grid Guide zerfickt wird. Was war eigentlich jetzt mit den Eisbrechern? Hatten wir die jetzt reingenommen oder rausgelassen? So, dazu komme ich gleich. Dann hattet ihr euch einen Laster, so einen kleinen Van besorgen lassen. Ein Sprinter, da packt ihr Biohazard Frittenfett rein. So, der Plan wird ja dann sein, dass das Ding... Ich möchte übrigens noch etwas dazu tun in den Biohazard-Frittenfett. Stinkbomben, Buttersäure, irgendwas, was ekelhaft stinkt. Das macht den Leuten nämlich Angst. Buttersäure. Komm drin. Okay. Ranziges Frittenfett stinkt übrigens. Ja. Nach ranzigem Frittenfett. Aber ja, gut, das stimmt. Aber ich möchte etwas haben, also quasi Stinkbomben. Ich möchte da drin Stinkbomben haben. Irgendetwas, was so widerlich ist, dass Leute einfach kotzen gehen. Okay. Dann lässt du das den Prospekt aus dem Fettabscheider kratzen. Es gibt nichts, Jule, nichts, was auf der Welt übler riecht als Fett aus dem Fettabscheider. Du kannst es noch ein bisschen in die Sonne legen. Das wird ihm, glaube ich, gut tun. Ja, das ändert nicht mehr viel. Na gut. Das stimmt irgendwie. Aber um darauf zurückzukommen, der Sprinter soll dann rechts ausschlagen, dann mit Schwung links quasi die Spur wechseln und dabei sollten sich die Hecktüren öffnen. Ist das soweit korrekt? Korrekt. Richtig. Gut. Die Icebreaker hat er damit drin. Die wollen ja noch was anderes machen in Donskoy an dem Tag und die haben euch ja quasi die Rohdaten gegeben für TikToks Virus. Stimmt. Okay, das hatte ich nicht mehr. Wir müssen uns noch was anderes ausdenken, weil mit dem Sprinter alleine kann es sein, dass wir nicht zwei Spuren abdecken können. Immer noch. Wir sollten vielleicht trotzdem noch irgendwas... Genau, stimmt. Wir wollten ja so eine kleine Drohne oder sowas da noch runterkommen lassen oder so, wenn ich mich recht entsinne. Nee, nö, dafür war ja der Virus da von den Eisbrechis, dass die Bremsungen halt nicht so sauber ausgeführt werden von den Autos. Dass die sich erschrecken, weil auf der gegenüberliegenden Seite so ein Ding volle Bude ausrastet und überall Zeug rumfliegt und dann sagen, scheiße, Notbremse, Junge. Da habe ich mir gerade einen blasen lassen. Also ich sag nicht, dass ihr nicht zusätzlich was machen könnt. Wie aber ist das? Das war dein bisheriger Plan. Wie ist das eigentlich? Kaban hat doch ein paar Drohnen, oder? Können wir die nicht nutzen? Die? Ja, hat wenn eine der Drohne mit einer aufgeschraubten Knarre. Nein. Warum nicht? Bist du wahnsinnig? Weil ich dann gesagt hätte, Er wird dafür nicht gut genug bezahlt. Er wird überhaupt nicht bezahlt. Eine Drohne mit einer aufgeschraubten Knarre, also. Na. Eine, die man so temporär, die muss ja sowieso wieder weg. In dem Moment kriegt das ja eh keiner hin und dann hätte man den Autos von der Seite in den Reifen schießen können, das hätte ja gereicht. Ja gut, was denkst du, wie gut Kaban durch eine Drohne schießen kann? Wahrscheinlich, er schmeißt wahrscheinlich eher seine Knarre auf die Autos und schreit Fang, Junge. Also auf ein fahrendes Auto, die Scheißen versuchen zu zerreifen, ist echt nicht leicht so. Die haben ja auch eine gewisse Grundgeschwindigkeit.
Und was ist, wenn wir mit der Drohne, die wahrscheinlich dann den Störsender halten wird oder Nägel. so, einfach. Kennt ihr diese Reißzwackennägel? Ja, an die habe ich auch gedacht, Tapeziernägel. Nee, nicht die Entweder. Tapeziernägel. Warte. Oder einfach einen toten Vogel auf ein scheiß Auto krachen lassen. Auf die Windschutzscheibe. Reicht doch. Die Leute erschrecken sich doch. Es reicht doch aus. Die können doch alle nicht fahren. Sag mal, Fedor, was ist eigentlich aus Cassiopeia geworden? Cassiopeia? Letzter Flug, Junge, na, der Greifvogel, den er da hatte. Der dann noch eine Drohne hat Den ersetzen hat er lassen, doch weil die weniger Arbeit verkauft. macht. Naja, das war ja nur so ein dummer Spruch. Aber so eine blöde tote Taube oder sowas, die man dann da drauf fallen lässt, reicht doch. Du könntest dich auch in Reh verwandeln und dann auf die Straße springen. Ja, ich bin ein Reh auf einer. Ich lasse mich einfach umfahren. Dann verbrenne ich aber kein Edge mehr, Spielleiter. Ach so. Ja. Hätte ich dich vielleicht auch nicht machen lassen bei so einer Aktion. Ach so. Okay. Jetzt merke Valley ich mir, meint falls der Charakter solche. sich irgendwann doch mal entschließen sollte, sich auszublasen. Also, Nee. Valley, ich glaube, du meinst die Dinger hier. Das sind so Reifentöter. Das, was du jetzt gerade gezeigt hast, nicht, ne? Ich meinte eigentlich so dreieckige, weißt du, so kleine Pyramidendinger. Ich Meinst du weiß noch nicht mehr, wie sie heißen. Krähenfüße? Krähenfüße, so heißen sie. Ich suche die ganze Zeit nach Aber Nägelfüßen und hast nicht gesehen. das Also ist komm, wir ja kriegen viel natürlich zu irgendeine auffällig. Scheiße. Warum sollten da plötzlich Krähenfüße auf der Straße liegen? Wir wollten es doch eigentlich so haben, dass es nicht unbedingt so aussieht, als hätten wir das sofort inszeniert. Bedenke, dass ihr die Eisbrecher drin habt und die sich immer bekennen zum Anschlag. Auch zu dem. Und ich möchte die nicht todesmäßig reinreiten. Ach so, stimmt, Ja. das meinst du. Du meintest das andersrum, ne? Das kommt drauf an, was du jetzt verstanden hast, aber ich sag einfach mal, na klar. Na, ich habe jetzt verstanden, also ich habe verstanden, reitet die Typen nicht zu sehr rein und macht so einen Scheiß. Und du meintest aber wahrscheinlich genau das Gegenteil mit, die bekennen sich sowieso, deswegen ist es egal. Ja, so ungefähr. Ich Solange du dachte da an nicht sowas. Sprengstoff auf die Straße schmeißen willst. Na, nee, aber wenn die, na gut, das ist die Frage, wenn die Publicity quasi haben wollen und dann sagen, ja, okay, wir waren das sowieso. Ja, deswegen hat er ja auch 3 Tage überlegt, ob er das macht, weißt du noch? Also Ja. ich habe ja da auch nicht genau gewusst, was er da jetzt macht. Ich meinte sowas. Also die sehen nicht hundertprozentig aus wie Krähenfüße, aber sie sind halt spitz und krähenfüßig. Und ausreichend, um, wenn man da ein paar von packt. Die können von der Massenkarambolage kommen, die danach folgen wird. Das wird keiner mehr zuordnen. Spurenauswertung schon, denke ich mal. Leute, ich bin jetzt übrigens mal, nennen wir es mal fair zu euch. Ich habe mir selbstverständlich eine Stauformel erarbeitet, die funktioniert folgendermaßen. Ich nehme verschiedene Erfolge, die ihr insgesamt gewürfelt habt, zu den verschiedenen Teilpunkten. Da würde jetzt zum Beispiel noch die Mastmanipulation dazukommen, plus ein Zufallsgenerator. Addiere das gekonnt im Kopf und multipliziere das mit einer Zahl Minuten. Wenn ihr weitere Dinge hinzufügt, wie zum Beispiel krähengefüßte Scheiße, dann wird das natürlich besser für euch ausgehen. Das heißt nicht, dass ihr das unbedingt machen müsst und nicht, dass ihr da jetzt das übelst groß aufziehen müsst mit Atombomben oder so ein Shit. Ich sage nur, wie es funktionieren wird. Umso mehr ihr macht, umso schlimmer wird es natürlich. Außer es wird irgendwann redonkulös, dann natürlich nicht mehr. Du meinst, wir sprengen einfach die Brücke. Ja, gut. Du musst aber in deine Stauformel bitte auch das mit einberechnen, dass Die Vollidioten? die Vollidioten, dass Rettungswagen nie durchkommen und deshalb immer alles noch viel schlimmer wird und länger dauert, dass die und so weiter und so fort. Das ist diese Zufallskomponente. Weißt du? Ja, aber deine Zufallskomponenten sind immer negativ für uns. Jo, du kennst meine Zufallskomponente überhaupt nicht, weil ich noch nie eine hatte. Ja, aber du würfelst dann immer für dich gut und für uns schlecht. Ja, aber dafür würfelt ihr ja bei all den anderen Faktoren gut für euch, wenn ihr Glück habt oder auch Trolli? nicht. Ja, gut. Jo. Okay. Was wir vielleicht Ja. noch adden könnten, wäre, dass wir an dem Transporter noch was manipulieren, dass der noch ein bisschen
ja, unschöner zu bergen ist oder sowas. Aber ich, da kann sicherlich Du Jojo meinst. irgendwas dran basteln, dass ich, weiß ich, die Achse noch bricht oder sonst irgend so eine Scheiße. Naja, ich sag mal, so ein richtig ekelhaftes Benzinfass, das dann zufällig in die Luft geht, aber das kann man immer so schlecht. Ja, sprengen würde ich eigentlich nichts. Das Nee, wird zwar richtig so laut und sprengen. auffällig, aber wie gesagt, wenn dieses Auto, ja, jetzt blöderweise bei dem Stunt jetzt auch noch irgendwie sich über die ganze Fahrbahn zerlegt mit seinen Innenteilen, weil die Dinger halt so gehalten haben und bei einem Unfall halt brechen und Na, was man aufhängen gut und zum so. Beispiel machen kann, ist, dass man die Türverschraubung irgendwie locker macht und dass man irgendwie all solche Sachen, dass Türen abfliegen und so ein Shit. Das geht Zum bestimmt. Bleistift, Die Achse ja. muss schon irgendwie halten, denke ich. Aber es gibt da bestimmt Mittel und Wege, wie man an einem Auto rumbrechen kann, rumschrauben kann, dass das irgendwie, naja, ich sag mal, von äußerst minderwertiger Qualität ist und sich dann weiterverteilt. Aber es ist halt, wie gesagt, auch nur ein Sprinter, ne? Also wenn ein Sprinter auf einer Autobahn baden geht, dann. War es das meistens relativ schnell? Aber nicht für, ja, für den Sprinter, aber es legt keine Autobahn lahm. Nee, das Aber ist wenn der richtig. sich zerlegt und dabei zwei Spuren schon mal kreuzt, ist es ja schon mal was. Was ich halt, worauf ich halt einfach, oder wo ich sicher gehen möchte, ist einfach, dass die eine Spur, also ist ja eine zweispurige Hochstraße, wenn ich richtig informiert bin, ne? In jede Richtung, genau. Genau, in jede Richtung. So, die zwei Spuren werden auf jeden Fall dicht sein, weil sich da, wenn das Grid Guide auch noch ausfällt, sowieso Leute erschrecken werden und deshalb den Unfall bauen. Das ist überhaupt keine Frage. Also die eine Spur hin oder rück, wie auch immer, die eine Hälfte wird auf jeden Fall dicht sein, wo der Unfall passiert. Das Einzige, was man halt hoffen muss, ist, dass der Wagen entweder durch die Leitplanke bricht. Das würde reichen, um auf der anderen Seite auch genug Unfälle zu verursachen, weil die Leute, wie gesagt, alle nicht mehr fahren können. Oder es nicht tun und deshalb nicht aufpassen. Die Autopiloten es nicht hinkriegen. Oder wir versuchen halt sicher zu gehen, dass das wirklich passiert und nicht, dass da einfach nichts passiert. Das wäre halt irgendwie doof. Und ja, kann gut klappen, dass das reicht. Das ist halt die Frage, ob das wirklich reicht. Also irgendeine Sicherheit würde ich schon gerne noch mit reinbasteln. Und wenn man halt wirklich zwei oder drei von diesen kleinen Dingern auf die Straße schmeißt. Oder vier oder fünf. Ich meine, Eben, wenn man die. soll Ja. ja nicht übertreiben mit den Dingern, aber zwei, drei von den Dingern, also, ne? Gibt's nicht irgendein Schrott-Äquivalent, was Eben, wahrscheinlich, also das war irgendwo. ja nur eine Idee. Also, halt Ja. einfach ein kaputtes Auto, also Autoteile sind ehemalige, dann wird man die einfach nicht mehr zuordnen können, wahrscheinlich. Na, wenn man vom Schrottplatz sich was besorgt, was so ähnlich funktioniert oder wirkt, es aber nicht ist, so dass es theoretisch auch Zufall sein kann, oder man denken könnte, das stammt von dem Sprinter, dann bin ich damit absolut einverstanden. Andere Idee, so ein Sprinter hat ja teilweise auch noch einen Dachgepäckträger. Da könnte man was oben drauflegen, das verteilt sich auch noch schön. Wie zum Beispiel Blechteile, die zufällig die Wirkung von Krähenfüßen hätten auf der Das Fahrbahn. kann gut sein, ja. So als extra Streuwirkung. Das stimmt. Ja, so das berühmte Beispiel mit den Metallrohren obendrauf, die dann mal eben wie Speere durch die Luft fliegen oder sowas. Nur vielleicht nicht ganz so brutal. Metallrohre. Scheiße, ich hab's jetzt in eine Idee gebracht. Fuck! Final Destination 2080. Ja. So wie diese komischen, oh Gott, wäre das Final Destination 2 oder 3 oder so, keine Ahnung, mit dem Laster, mit den Baumstämmen. Ja. Zwei. Ich Okay. frag mich schon, warum ihr noch nicht gesagt habt, wir nehmen riesige Glasplatten. Na, weil die Autos meistens irgendwie doch noch zu hart sind für die Glasplatten. Ansonsten ist das eine gute Art, jemanden umzubringen, die ich mir vorgemerkt habe und irgendwann auch gerne mal ausführen möchte. In-game. Ingame. Sehr schön Ja, übersetzt. ja. Weißt du, er sitzt schon am Fenster, guckt unten auf vorbeigehende Passanten. In-game. Oh. Ene, mene, mu, dran bist du.
Klirr. Gasflaschen wäre auch eine schöne Sache. Sollte Jojo sowas irgendwann mal tun, erlaube ich euch, sie zu erschießen. Sehr schön. Ich applaudiere. Ich werde darauf gekommen. Die Frage ist nicht, ob sie es tut, sondern wann sie es tut. Das stimmt. Und ob du das mitbekommst. Ja. Ich glaube, das kann man die Pistole wegnehmen. Gasflaschen. Gasflaschen ist auch eine gute Idee, ja. Naja, wenn die dann zum Beispiel keinen Deckel haben, das geht ab, du. Das ist auch der beste Sprinter der Welt. Okay, kurz mal den durchleuchten. Was hatten wir? Biohazard Frittenfett. Aha. Na gut, wenn man keine anderen Tüten da hat. Ich verstehe. Dann Gasflaschen und Metallteile. Ja gut, der kann passieren. Ist halt ein Entsorgungsfahrzeug. Ich würde sogar ein paar von den Metallteilen über eine Drohne auf die Straße bringen, damit wir sicher gehen können, dass die auch da landen, wo wir sie haben wollen. Ja, ich habe aber nur zwei. Ich habe nur eine Transportdrohne, meine ich. Ja, reicht doch. Muss ja nicht viel die sein. Die trägt den Störsender, den wollen wir ungern da hinfallen lassen. Den können wir ja festkleben. Den kannst du unten festkleben und das Ladefach kannst du mit Metallteilen voll machen. Da passt jetzt nicht fürchterlich viel rein, aber es reicht. Ist halt schon mal um was, ja. Es reicht, um einen Reifen platzen zu lassen. Mehr als ein oder zwei Reifen brauchen wir ja auch nicht. Und ich Gasflaschen würden bei so einem Fahrzeug die auch Sinn machen, damit man sagen wir mit Hochdruck irgendwelche Leitungen freiblasen kann. Ja. Dafür nimmt man nicht einen Kompressor? Wir haben ja schon und Wasser. Wieder. Je nachdem, wenn du keinen Stromanschluss hast, kannst du den Kompressor vergessen. Da nehme ich lieber eine Druckflasche. In Moskau haben wir es nicht so mit irgendwelchen Sicherheitsvorschriften, da nehmen wir noch Methan, Junge. Gut, das gute Warum Zeug. Wir nehmen Methan, Junge, was soll da alles nicht zu verstehen? Du meinst, wir sammeln die Fürze aller Moskauer und pressen sie in eine Flasche. Entweder das oder Wasserstoff, irgendwas Ungefährliches halt. Wasserstoffperoxid, juhu. Das ist aber eine Flüssigkeit, kein Gas. Ich weiß. Das kannst du auch Gas verwenden. Nee, warte, ist doch Gas. Doch, das weißt du in einer wässrigen Lösung, ne, ist 30%ig. Dann ist es in Wirklichkeit ein Gas. Das schön auf Kaliumpermanganat gedampft. Ein großes Ballerboom. Auf was gedampft? Kaliumpermanganat. Kommen wir da ran? Und was ist das? So ein rosa Zeug, da kriegst du recht einfach in jedem halbwegs gut sortierten Laden, was so Chemiekrempel angeht. Aggregatzustand flüssig. Ja, aber du wirst doch zustimmen, dass man alles auch gasförmig kriegt. Ja, aber muss man es erhitzen. Nicht, ja. Reibst es mal kurz an deinen Nippeln oder so, keine Ahnung. Oder du setzt es halt unter Unterdruck, dann verdampft ja auch jede Flüssigkeit. Ja, aber mit einer Gasflasche, mit der ich was freiblasen will, also einen Überdruck erzeugen möchte, ist es nicht sinnvoll, sie unter Unterdruck zu setzen, um das Wasserstoffperoxid gasförmig zu kriegen. Das siehst Doch. Du aber nicht von außen. Ja, aber warum soll ich teures Wasserstoffperoxid nehmen? Warum wollen wir denn schon Aus da Gründen? Eigentlich alles in die Luft jagen? Wir wollen gar nichts in die Luft jagen. Es ging nur um du Gasflaschen. Wir können auch einfache leere Gasflaschen nehmen oder von mir aus Stickstoffgasflaschen nehmen, damit die wenigstens irgendwas tun und dann draufschreiben oder irgendwie einen anderen Aufkleber drauf machen, dass irgendwas Gefährliches rauskommt. Also Biohazard-Zeichen wieder drauf, ja. Müssen es wahrscheinlich nur ummalen, weil die irgendwie noch farblich gekennzeichnet sind oft, aber das lässt sich alles machen. Aber habe ich das richtig verstanden? Die Gasflaschen sind dann hinten mit dem Frittenfett drin. Dann geht Jans zufällig die Tür auf und der Unfall passiert und wollte dann irgendwie einen Zeitschalter in die Gasflaschen einbauen, dass sich dann Jans zufällig auch das Ventil öffnet und die lustig durch die Gegend fliegen oder einfach nur zum Spaß rausfallen lassen. Nee, wenn die von oben auf den Boden krachen,
Quasi, bei Geschwindigkeit. Mit dem Erschütterungssensor, sagst du. Bei Geschwindigkeit. Fahrt, dann werden da Lecks reinkommen und dann haben wir da ein Problem. Ja, okay. Dann explodieren die. Ja, brauchst du gar nicht. Oder das, wenn sie wieder abgeschlagen. Du kannst es ein bisschen aufmachen und dann, wenn die mit genug Geschwindigkeit gehen, die Gasflaschen sowieso kaputt. Wir spannen die Dinger oben auf den Dachgepäckträger. Da fliegen die ab, wir sorgen dafür, dass die Schutzkappen auf dem Ventil nicht richtig sitzen. Das meinst du, das geht ab wie Torpedos, das Zeug. Das schlägt Löcher in Betonwände. Also durch Autos durch. Wozu? Mehrere. Ich hab mir doch mal irgendwann vor Urzeiten die Mühe gemacht, ne, so eine Knarre zu bauen, mit der ich Löcher in Autos schießen kann. Warum nehmen wir nicht direkt die? Das war kein ernst gemeinter Vorschlag. Gut, dann wird die ich ja jetzt nicht an zu meine laut Drohne packen. Nein, die möchte ich, wenn, dann selber abfeuern. Oh. Jojo, was hast du eigentlich in schwere Waffen? Was hast du eigentlich in Levitieren und Unsichtbarkeit? Das ist viel witziger. Einfach drüber hinwegschweben. Ah, Unsichtbarkeit gibt es nicht. Leider, es tut mir aber leid, dass ich diesen hervorragenden Zauber, der überhaupt nicht komplett für den Arsch ist, rausnehmen musste aus Gründen. Ah. Ja, man kann sich ja vielleicht immer noch ein bisschen tarnen, anders. Na, vielleicht. Den Zaubertarnung habe ich noch drin gelassen, der ist okay. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in der Nähe eines A-Gebietes sind und in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht weiß... Du stellst dich an. Ist ja nur meine Aura, die da irgendwie dann rumgeistert. Wie wär's, wenn du dich auf die Straße stellst und deine Klöten rausholst? Wenn die Leute dagegen fahren, dann bauen die auf einen Unfall. Die Eier aus Stahl werden einfach das Sonnenlicht so hart reflektieren, dass alle Sensoren und die Leute selbst geblendet sind und dann fahren die halt einfach ineinander rein und Karin bleibt unbeschädigt. Genau. Sicher ist das so. Er steht wie ein Fels auf der Straße. Und dann kann er propellern. Du sind Helikopterdeck. Weep, 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 weep. Okay. Ja, ja. Da sehe ich gerade schon meine Augen mit Säure auskochen. Ich finde, das ist ein guter, ausgereifter Plan. Das können wir so machen. Jetzt muss ich nur noch einen Reibungskoeffizienten aufnehmen und dann haben wir es geschafft. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Und du müsstest noch klug werden, damit du das auch wirklich ausrechnen kannst. Jo, alles klar. Der Spielleiter ist doch bestimmt K-L-U-K. Einen Bremsweg mit dem Reibungskoeffizienten zu berechnen, das findest du da alles im Internet. Das kann doch nicht so kompliziert sein. K-L-U-K. Aber um darauf zurückzukommen. Sowas Krähenfußartiges in der Drohne, das baut Jojo dir halt. Easy. Habt da. Was genau von diesen ganzen hervorragenden Ideen wollt ihr noch aufnehmen? Alle. Also bis auf die mit dem Anti-Tank-Rifle und den dicken Eiern auf der Straße. Ja. Also auch das Wasserstoffperoxid. Nee, nein. Nicht Wasserstoffperoxid, sondern... Ja, siehste, was wollt ihr in die Gasflaschen tun? Stickstoff. Okay. Oder CO2. Irgendwas, was sehr hohen Druck haben kann. Wir können auch Feuerlöscher nehmen. Feuerlöscher? Witzige Sache. Ja, die haben nicht genug Druck. Feuerlöscher? Ja, die für solche haben die nicht genug Druck. Die fliegen zwar herum, klar, und machen hier auch eine Beule ins Auto, aber so richtige Löcher, dann brauchst du schon so was wie eine Sauerstoffflasche. Die haben so 200-300 Bar drauf. Ja, das geht aber auch mit Stickstoff, die gibt's auch mit so viel Bar. Die Frage ist, wollt ihr Autos durchschlagen mit der Gasflasche? Also immer. Ihr könnt euch ja einen Druck aussuchen, aber wollt ihr dort Torpedos bauen? Oder wollt ihr quasi nur harte Beschädigung? Ich möchte eigentlich nur harte Beschädigung, ansonsten gucken mich die Leute wieder mit zusammengezogenen Augenbrauen an und sind wieder der Meinung, sie müssten mich wegsperren. Langweilig. Vielleicht sollten wir dich wegsperren. Für? Was denn? Ich darf solche Sprüche nicht bringen, weil Kaba mich sonst mit dem Blick anguckt, mit dem er mich jetzt gerade anguckt und du darfst oder was? Er ist klein und niedlich. Aber Kaba. Nein. Lass es. Bitte, 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 bitte. Du darfst keine Menschen umbringen. Lass es. Bitte, bitte, bitte. Nur wenn es sein muss. Und du übrigens auch nicht.
Aber ich möchte doch so gerne. Keine Menschen umbringen. Aber jeder Mensch braucht ein Hobby. Ich nehme danach auch deinen Penis in den Mund. Das tust du eh nicht. Du hast mir schon so häufig versprochen. Ich hab's dir nie versprochen. Das ist richtig. Siehst du? Guck mich nicht so geil an. Da musst du schon mit einer vorlieb nehmen. Ja, nee, zurück zum Thema. Bitte, Daddy. Wow, jetzt ist es komisch. Du kannst nicht das erste, das eine sagen und dann das andere, das funktioniert. Nein, nein. Damit aber ist Daddy. Also, wir haben einen Anschlag vorzubereiten. Also. Gut, also wenn ihr die softe Variante wollt, dann nehmen wir halt nicht die 300 Bar Flaschen, das wäre nämlich so das heftigste, sondern gehen halt so mehr so Richtung Flüssiggas oder sowas, die sind halt sehr viel schwächer befüllt, also weniger Druck drin. Ja. Hauptsache sie fliegen. Ich hab einen Gasmann, das ist kein Problem. Ich hab einen Gasmann. Wenn der Gasmann dreimal klingelt. Naja. Auch ich brauche öfter mal Gasflaschen. Sowohl zum Kühlen als auch zum Befeuern. Wenn du sagst, du hast einen Gasmann, was soll ich denn da noch antworten? Na klar, so ein scheiß Gasmann. So. Du lachst viel zu viel, Spielleiter. Das tut dir nicht gut. Was ist los mit dir? Nee, alles gut, Daddy. Ist schon klar. Hast du gerade gesagt, Daddy? Natürlich habe ich das gerade gesagt. Also, ihr wollt nicht ganz so viele Bar haben. Das ist okay. Ja, können wir auch Feuerlöscher nehmen. Die sind billiger. Ja, es gibt ja noch ein Zwischending, was ein bisschen mehr Bums hat. Stimmt. Das reicht zumindest, um Frontscheiben einzuprügeln. Sehr gut. Locker. Gut, nehmen wir das. Ja, nur, das macht ja eigentlich kaum Unterschied. Wenn jetzt so ein Feuerlöscher durch die Windscheibe geht, mir quer in der Fresse steckt, bin ich auch irgendwie so mindermäßig am Leben. Nee. Dann haben die immer noch das Fahrgassicherheitssystem. Die Scheiben der Fahrzeuge sind ja regeltechnisch genauso gut gepanzert wie die Fahrzeuge selbst, ne? Also. Eben. Okay, es reicht, um fette Sprünge in die Windschutzscheibe zu dingsen. Und die Sensoren werden dann schon so ein bisschen rot blinken. Vielleicht auch einen Ton von sich geben. Ja, ja. Und bremsen. Ui. Und dann geht der Airbag auf. Genau. Vorausgesetzt, was wir ja immer noch mit einberechnen müssen, ist, ich glaube, in Russland gibt es keinen TÜV. Die fahren da mit allem rum, was noch fährt. Das ist egal. Ich glaube sogar, dass solche Abfallentsorgungstransporter, wie wir ihn gerade zusammenbasteln, da an der Tagesordnung ist. Da wird einfach alles eingesammelt. Es kommt wahrscheinlich auch alles auf eine Müllhalde. Also, Abfalltransport, hauptsächlich Rabotnik. Das ist nur Qualität, also das kommt ein bisschen drauf an, wo die langfahren. Könnte sein, dass sich in schlimmeren Ecken auch die Autos als etwas schlimmer erweisen. Aber in positiven Gegenden wie da sind natürlich nur positive Autos. Naja, das Ding ist, die Hochstraße führt zwar durch das bekackte A-Gebiet, aber die Straße an sich ist kein, weißt du, da können auch schlechte solche Autos langfahren, weil die werden ja nie mit dem A-Gebiet interagieren. Die merken ja gar nichts davon, was da für Abschaum oben lang fährt. Das ist ja nur eine Überquerung. Das ist auch das Mindeste, dass die da niemals was mit zu tun haben. Ja, natürlich, da gibt's auch keine Abfahrten in das A-Gebiet. Wie stellst du dir das vor? Also ich als Bürger des A-Gebiets würde ja gerne abfahren, wo ich wohne, aber... Du hast eine andere Straße? Oh, okay. Natürlich habe ich eine andere Straße. Warum solltest du in ein C-Gebiet fahren? Wenn du zur Arbeit in einen anderen Stadtteil musst, dann nimmst du natürlich das Lufttaxi. Es tut mir leid, Entschuldigung, ja, ich habe nicht weit genug gedacht. Nee, so ein A-Gebiet, da haben die ja schon, also da ist ja Geld vorhanden unter Umständen. Okay, ich bin doof.
Das nein, stimmt. Dilly. Nein, Dilly. Du bist sehr klug. Ich mag dich. K-L-U-K? K-L-U-H-K. Wir wollen sie nicht übertreiben. Vorsicht, sonst mache ich noch ein H dazwischen. K-L-H? Oder was? Jetzt bin ich raus. Ich habe mich selbst ausmartet. Aussmartet. Ja, ich sollte vielleicht einfach meine Klappe halten und euch das Denken überlassen. Mein Hirn ist ein bisschen Matsche. Also wenn du dich selbst ausmartest, dann ist das bestimmt ein ganz schön anstrengender Prozess. Das kann ja nicht so einfach sein. Ich sag für, nur, tu dir nicht weh. Nicht. Scheiße. Also, das haben wir also auch noch. Jutti, so einen Scheiß zu besorgen. Ja, easy, passt. Wollt ihr den Sprinter manipulaten? Ja. Dann zeige ich mich mal Fahrzeugmechanik und Le Geek. Wieso habe ich zweimal gewürfelt? Einmal als Dellinger und einmal als Trolli. Ich möchte die Dellinger, den Dellinger-Erfolg, bitte. Achso, wir haben jetzt zweimal das Würfeltool an, ne? Ja, ich nehme aber auch den unteren. Ich nehme auch den Trollballerina. Das sind auch drei Erfolge. Damit bin ich auch zufrieden. Ja gut, du kannst doch einfach den scheiß oberen haben. DZ aus, musst du schreiben. Du kannst den oberen haben, weil das ist halt dein erster Wurf. Ist egal, bei wem das war. Daddy hat das Würfeltool vermutlich nicht in den 3 Minuten, in denen er es jetzt hat, manipuliert. Oh Gott, ist dieses Pink schön. Nicht wahr? Lieber Zuhörer, ich habe mir jetzt eine eigene Farbe eingestellt. Und sie ist pink, weil ich ein Mädchen bin. Was ist denn dein Limit? Für Logik? Ja, für Mental. 6. Ja, gut. Dann hast du jetzt 6 Erfolge. Dann habe ich den Sprinter genau so manipuliert, dass alles, was nicht nied- und nagelfest ist, genau dann abfällt, wenn es angemessen ist. Das bedeutet, solange er noch normal auf der Straße fährt, ist dieser Wagen unkaputtbar und erscheint perfekt für auch ein geübtes Auge. Ey, sag mal so, du hast dich hingesetzt und dann hast du erstmal einen Taschenrechner rausgeholt und hast gedacht, bei einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde und einem Aufprallwinkel von voraussichtlich fick dich Grad, wird folgende Krafteinwirkung auf den vorderen Bereich stattfinden und genau diese Krafteinwirkung wird nötig sein, damit dann plötzlich alles auseinanderfällt. Okay. Aber Trolli, dafür brauche ich doch keinen Taschenrechner mit 6 Erfolgen. Dazu nutze ich meine Headset-Ware. Ach nein, ich bin ja ein Untermensch und habe keine. vielleicht habe ich doch einen Taschenrechner benutzt. Achso. Ja. Aber ich habe es mit dem Taschenrechner immerhin zu Fuß ausgerechnet. Ich saß mit einem Notepad am Tisch im Ganghaus und habe es ausgerechnet. Und jeder, der mich gefragt hat, was ich da tue, dem habe ich gesagt, fick dich, ich bin beschäftigt. Zu Fuß hast du das ausgerechnet? Per Hand. Wahrscheinlich wurdest du ausgelacht, weil du deine Steuererklärung oder so machst. Hey, guck mal, die rechnet voll dumm so, ne? Ja. Voll Algebra und so mit Zahlen. Na, wenn ich dafür extra irgendwie was... Na, natürlich muss ich das zu Fuß ausrechnen. Zu Fuß, Alter? Was ist denn das für eine Redewendung? Kennst du das nicht? Nee, Westdeutsche. Achso, okay. Siehst du, offensichtlich kenne ich das nicht. Ja, Dilly. Wandi? Dilly ist ein kluger Mann. Ja, danke schön. Wandi, kennst du das? Zirp. Jetzt ist die Frage, ob das die kluge Enthaltung ist oder der Disconnect. Kenne ich. War nur wieder gerade bei Win im Explorer noch das über Gasverstammen lesen. Achso. Deswegen hat mein Druck auf die Push-to-Talk-Taste hier nicht gepunktet. Dinge getan. Ja. Ja, okay. Gut, du hast es errechnet und die anderen haben dich natürlich zwischendurch nur gefragt, ob du gerade deine Menstruationstabelle führst. Easy. Da habe ich gesagt, ja, in 3 Tagen ist es soweit. Jutti, alle haben in 3 Tagen was vor. Woanders. Es kommt die Flut, rennt! Und vergiss die Sandsäcke nicht. Es kommt die Flut. Und dann meinte irgendjemand, oh Gott, nein, eigentlich ist immer die Tage davor viel schlimmer. Wir müssen schneller weg, sofort Aufbruch, Abbruch, Zelte.
Es wird quasi der Gangalarm ausgelöst und alle Leute verkriechen sich in irgendwelche Safe Houses. Alarmstufe rot. Badumtsch. Ah, Vorsicht, Paulina ist übermorgen dran, also sei ihr gefälligst mal. Nee, in 2 Wochen ist sie erst dran. Ups. Was, ihr seid noch nicht synchronisiert? Was Nee, ist aber da die hat in los? 2 Tagen ihren Eisprung. Also wenn du drauf willst, deine Chance ist am höchsten. Jakku? Lass uns das einfach abbrechen. Okay. Kommen ja wieder Gut. Dinge ans Tageslicht. Uah. Eigentlich würden sie ja theoretisch. Na doch, nee. Ja, doch, nee. Mastmanipulation. Bin ich dabei, ja. Was schlabberst du da? Er versucht ihn in seinem Speichel irgendwie zu manipulieren. Manipulierst du gerade Roger oder was? Wüff! Mastmanipulation. Ich finde das lustiger, als ich sollte, muss ich sagen. Ja. Lass uns alle noch mal 12 sein und über sowas lachen. Er hat Titten gesagt. Aber ja gar nicht. Du hast Titten gesagt. Über Er Titten hat haben sich Titten auch gesagt. 12-jährige Jungs nicht, da haben die nicht gelacht. Oh Mann. Nee, nee. Jeder wurde Das erst sind die rot. überhaupt gut. Jetzt kann ich mich nicht mehr über sie lustig machen, weil sie scheiße und dumm sind. Bei Titten wurden sie erst rot. Ja, rot. Ich komme vom Land. Wir haben da noch Tugend gehabt. Er meint Berüchte. Verklemmung, das ist in seinem Herkunftsland ist das was anderes, weiß Ah, okay. er. Okay. Mastmanipulation. Hihihi, er hat Mast gesagt. Ja. Das lasse ich die beiden Techniker machen. Ach Nächste so, du musst da Feld. gar nicht mehr hin. Du, ich muss da noch zur Wartung meiner Cyberaugen. Das steht gerade an. Da geht nicht anders. Also sonst, da kommt noch hier das Smart Pack quasi für die Smart Augen und für das Smart Scan System drauf. Hattest du dir das jetzt tatsächlich gemerkt oder war das jetzt bloß ganz zufällig? Nee, das hatte ich mir sogar gemerkt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Nee, der Typ hat nur gesagt, du solltest die mal angucken lassen. Also irgendwann. Ich glaube, Ja. ich muss auch noch mal. Irgendwie kriege ich in letzter Zeit immer komische Fehlermeldungen. Gut, du machst das jetzt. Schüsche auf, Nein, ich Bandi. gehe mit. Ja, und ich gebe zum Arzt. So ein Routinecheck ist wichtig. Ist deine Prostata-Untersuchung nicht? Du kommst langsam in das Alter. Meine Vorsorgeuntersuchung war erst letzte Woche. War es gerade bei der großen Hafenrundfahrt, ja? Junge, ich weiß ja nicht, wo du herkommst, aber mittlerweile geht das bei Ultraschall. Nee, du hast es Also doch ist bei Destiny machen langweilig. lassen. Bei wem? Bei Destiny. Du Bei musst die Stimme anders machen. Achso, ja, bei Destiny. Richtig. Ah, nee, Destiny ist böse, das war der Die wolltest du Troll. noch anrufen? Nein. Warum nicht? Sie ist ein Troll. Nein, sie ist ein Ork. Oh, ich mag Orks. War sie hübsch? Das hatten wir Ja, jetzt sie erst schon war im dritten hübsch. Mal. Also für eine Dr. Baryshnika war sie verdammt gut aussehend. Es war halt, wie gesagt, nur das eine Auge 5 mm weiter unten als das andere. Und die Stimme war ein bisschen kratzig, aber Ja, ansonsten. die hat halt viel geraucht in ihrem Leben. Deswegen ist sie ja trotzdem eine schöne Frau, solange die Schnauze hält. Das ist ja bei den meisten Frauen so. Sexismus, Und geil. auch das Problem kann man locker mit ein, zwei wohlplatzierten Skalpellstätten beseitigen. Zum Beispiel. Da flötet ihr die Engelschöre zusammen. Flöten kann die bestimmt jetzt schon gut. Guck mal, Meine die ist da. besorgste, so wie Destiny. Das ist It's your nämlich. destiny. Ja. Also, ich finde, du hast mit Destiny einen echten Glücksgriff gemacht.
muss sie tatsächlich nur einfach anrufen, wenn sie sich die schon auf dem Silbertablett serviert. Das macht sie nicht bei jedem. Das stimmt. Normalerweise nimmt sie Geld dafür. Einfach. Ich werde einfach Kavats Comlink hacken und Destiny eine direkte Standleitung einrichten. Mit VIP-Zugriff. Dann hat sie Zugriff auf die auf meine Augen. Damit sieht sie, wie du Straftaten begehst. Willst du das? Ich verpixel einfach das Bild. Und ja, mir ist das scheißegal, dass du das nicht mehr richtig siehst. Ich finde, Kaban sollte einfach Destiny anrufen. Damit umgehen wir dieses Problem. Ich sag mal, Kaban geht jetzt erstmal zu seiner Augenabcheckung, ne? Und bei der Augenabcheckung, die wird dann nur ein bisschen was nachjustieren, alles safe. Ihr beide fahrt zum Mast und in der Zeit kann Danny sich jetzt nochmal ganz gekonnt durch den Kopf gehen lassen, ob das nicht was wäre mit der Destiny. Da musst du doch überlegen. Die ist bestimmt auch weniger anstrengend als Freya. Das habe ich auch schon gesagt. Ja, nie. Also, ich bin da ja jetzt gerade noch ein bisschen... Man muss auch mal Single sein können. Bist du ja auch schon, aber ich sag mal, wenn ich mir Roger angucke und deine Passion, was diesen Hund angeht, steht dir das nicht so gut, das Single-Dasein? Roger ist ein sehr toller Hund. Der muss das auch stimmt, gepflegt werden aber und ich habe auch sehr viel Spaß dran, mit ihm Zeit zu verbringen. Roger hat so eine Marke, weißt du, so eine... So ist, Roger ist so ein Stigma, dass dir, also, dass dich so ein bisschen, also, ich glaub, ja, lass mich mal, der erste lass es mich mal so sagen. Schwulenporno, sag ich mal. Na gut, das wäre jetzt ja nur ein Porno, aber lass mich mal so sagen, als du noch mit Freya zusammen warst, sagtest du noch bei Vicky, oh mein Gott, eine Katzenlady. Jetzt bist du halt der Typ mit einem blauen Pudel, mit einem Deluxe-Tragkörbchen, so, naja. Ja, nix, naja, Hunde sind viel besser als Katzen. Du meinst einen Hund, der sich benimmt wie eine Katze? Wenn überhaupt. Ein Hund, den du trägst nach der halben Runde um den Block. Er hat halt kurze Beine. Die Zwerge unter euch können das nachvollziehen. Mein Gott, ist der Witz schmal. Also dieses Ding als Hund zu bezeichnen, ist gewagt. Du hast ihn noch nie gesehen. Wüff! Roger ist ein vernünftiger Hund. Ende der Diskussion. Ja. Du bist doch nur neidisch, weil du keinen Roger hast. Und dich mit so einem dahergelaufenen Waschbären begnügen musst. Ja, der nicht mal blaues Fell hat. Ja eben, wie unfancy ist der denn bitte? Sieht aus wie jeder andere dahergelaufene Waschbär. Ja? Nichts, was man nicht mit einfach in einer guten Tube Hochglanzlack ändern könnte. Kennst du den Waschbär schlecht? Ich wollte schon sagen, also finde, du solltest unbedingt mal probieren, ihn mit einer Tube Hochglanzlack auf den Pelz zu rücken. Ich filme das gerne und werde es dir dann in einem irgendwas, irgendwie, weiß ich nicht, so einem Holoprojektor einfach dann neben dein Krankenbett stellen. Okay, Ende Gel Munition dazu. Leute, jetzt lass doch mal den Nico in Ruhe. Kaban hieß der ja. Ich habe das jetzt verwechselt aus irgendeinem Grund. Ja. Ja, Jojo und ich waren irgendwohin unterwegs, hatte ich irgendwie auch gehört. Ja, Sendemast. Attacke. Ja, wir stellen das Auto auf der anderen Seite ab. Ja, Kilometer weit weg von diesem scheiß Wettannahmenbüro. Richtig. Sozusagen auf der dunklen Seite des Mondes stellen wir es ab und seilen uns dann herunter. Und wir verkleiden uns. Ach, ihr verkleidet euch. Ja, aber. Aber. Jojo hat sich schon letztes Mal verkleidet. Ja gut, das ist ja, aber guck mal, das ist ja, da wurde ja Kabara, also ich meine. Außerdem hast du dich nur, du hast nicht dein Gesicht verkleidet, ne? Das stimmt. Ja, wir verkleiden uns natürlich. Und Daddy, du kannst da nicht helfen, du bist deine Augen überprüfen. Ja. Aber ich kann.
Ja, ihr dürft das gern teamworken. Willst du mich supporten oder soll ich dich supporten? Wie viel hast du denn da drauf? 3, also ein 7er Pool. Dann ist das scheißegal, ich habe nämlich auch ein 7er Pool. Sag was. Ich supporte dich, du würfelst immer gut. Jetzt habe ich gleich 0 Erfolge. Oder wir verkacken jetzt wieder beide und dann endet es so wie bei den Rohrleitungen. Ja. Nein, siehste, ach, sag ich doch, gute Entscheidung. Okay. Wie sieht's denn so aus? Es war eine Scheißgegend, ne? Das Haus speziell nicht, nee, das war eigentlich ganz okay. Normales C-Gebiet, also schon auch mit Technologie, die funktioniert und nicht ganz ultra dreckig ist. Okay. Na, wahrscheinlich mit so einer, oh Gott, was sind denn da Berufe, die man immer mal so haben kann? Sklave. Pizza-Service. Ja, nö, mit so einem ganz stinknormal, als würde man da hingehören, glaube ich. Weißt du, dass du da so auch vorbeilaufen kannst. So ein stinknormaler Lohnsklave halt. Du sagst also noch mit der Konzernuniform, weil du gerade von Arbeit kommst, von Metall. Von mir aus das. Und ich möchte bitte irgendwie schaffen, das Gesicht weniger püppihaft zu machen. Oder zumindest irgendwas. Easy. Nein, du musst, wenn du eine Latexmaske benutzt, ist das ja alles möglich. Okay, dann sieht das Gesicht jetzt ein bisschen älter und verbrauchter aus. Mit 4 Erfolgen, na klar. Na so, dass man sie halt eigentlich nicht anspricht. Weißt du, so eine, die guckst, die, so eine, die du wieder vergisst. Easy. Ja, den Stil nehme ich dann auch mal an. 2 erschöpfte Menschen. Auf dem letzten Säugkraft nach Hause gekrochen, aber die Amphetamine da drin wirken schon kaum noch, ich verstehe. Ja. Jo. Man trinkt den Kaffee eigentlich nur noch, um den Depressionen entgegenzuwirken, die man sonst hätte, wenn man ihn nicht trinkt. Wie das wohl kommt. Außerdem hast du dann gleich viel weniger Hunger und kannst viel besser arbeiten und dich konzentrieren. Richtig. Gut, ihr kommt, also ich nehme an, dass ihr dann auch den Hintereingang dieses Hauses benutzen wollt. Deswegen sagen wir ja, wir stellen das Auto auf der anderen Seite ab. Ja, ich habe euch ja jetzt auch nur gesagt, dass ihr nicht dumm seid. Ihr steht vor dem Hause. Hier, euer Wahrnehmungswurf sagt euch, dass die Schlösser vor kurzem nochmal kontrolliert wurden. Sie sind jetzt, also sind noch die gleiche Bauart, aber offenbar wurde mal geguckt, was da so ist. Es ändert nichts daran, dass wir es jetzt wieder aufmachen müssen oder er das Schloss hacken muss. Wie hättest du es denn gerne? Ich sag mal so, wie leicht kriegst du das Ding auf? Ach, am Hinterausgang war auch eine Kamera, ne? Ja, genau. Ihr seid ja noch nicht direkt davor. Ja, okay. Juri weiß aber nichts davon, dass da eine Kamera ist. Du siehst sie doch. Ach so. Kannst du die Kamera irgendwie ablenken oder? Ja, dann mache ich gleich beides, oder? Na, wenn du das kannst, ansonsten kümmerst du dich um die Kamera und ich mich ums Schloss. Gib mir mal eine Minute. Sollte ich dabei versagen, dann kannst du dich ja dem Schloss annehmen. Aber ist dann nicht ein Alarm losgetreten, wenn du dabei versagst? Und dann merken die sofort, dass da irgendwas scheiße ist? Es gibt einen internen Alarm und einen externen Alarm. Okay, wenn du das sagst, ich habe keine Ahnung davon, du musst es wissen. Nur wenn das dann irgendwie die Typen... Die Typen werden das bestimmt nicht hinbekommen. Dann wird wahrscheinlich nicht den Alarm aufgestellt bekommen. Wird irgendeine Wartungsfirma gewesen sein. Ah, gut. Ich hoffe mal nicht, dass die Worry sich um die Alarm von irgendwelchen Haustierschlössern kümmert. Die hätten nämlich dann eine ganze Menge zu tun in Moskau. Hey, sag mal so, vielleicht bei Häusern, die sie speziell irgendwie so dingsen, aber die Typen sahen nicht aus, als hätten sie das profunde Wissen gehabt. Eher so das profunde Wissen, wie man Köpfe gut mit einem Baseballschläger bearbeiten kann. Na dann. Experten. Ja. Ja, gut.
Ist der Steiger oben, ne? Kamera ich... und Schloss. Eieiei. Nehmen wir den Wurf mal als stellvertretende Kennzeichnung. Nach ein wenig Zeit hast du beides unter Control. Schön. Dann lasse ich die Tür aufgehen. Madame, treten Sie ein. Jo. Soll ich das andere Schloss jetzt auch noch würfeln, oder? Nehmen wir das mal für das ganze Haus. Schön. Ihr geht unten in den Wartungs... hier, Raum. Und dann seid ihr da auch drin. Falls ihr euch nicht mehr entsinnen könnt, was da unten war, da war eigentlich nur dieser Kasten für den... Ach nee, und auch noch die restliche Haustechnik war da, also Matrixstrom und sowas. Naja, aber das Problem war ja eigentlich genau, dass wir den Mast ja erst kurz vorher manipulieren wollten, weil ansonsten warten die das ja direkt, weißt du? Das ist ja das Problem. Ja, oder irgendwas mit Zeitschaltung. Ja, stimmt, Zeitschaltung hatten wir ja, genau. Ja, und da ich mir das Ding ja schon angeguckt habe, da schreiben die meisten so Wartungsaufkleber drauf, können wir abschätzen, ob eine Wartung jetzt gerade wahrscheinlich ist in den nächsten Tagen. Das nicht, aber wenn die merken, dass es bei dem Mast eine Störung gibt und das stellen die ja recht schnell fest, dann... Ja, das hat er schon begriffen, aber er meint, wenn ihr jetzt was manipuliert, dann kommt, könnt ihr jetzt sehen, ob jemand in den nächsten Tagen vorbeikommt, zufällig, weil ich ein Arsch sein könnte und das wieder entfernt. Ja, nee, okay. Die letzte Wartung war außerplanmäßig vor 2 Tagen und die nächste wird dann erst wieder in einem halben Jahr voraussichtlich sein. Ja. Als Zeitschalt. Hä? Du hast mitten im Satz angefangen, das ist aber auch okay. Achso, nee, ich sag mal, wir haben ja noch genügend alte Comlinks. Eins davon kann man dann als Zeitschaltuhr umfunktionieren. Und was genau wollt ihr dann machen? Alles. Strom aus. Richtig. Ja, also alles klingt auch okay. Irgendwo wird dann das Ding irgendwie ans Schütz angeklemmt, Strom ein- und ausschaltet und dann, ja, wird da gesagt, hier, da gehst du mal aus. Sagt das Comlink, jawohl, und dann können wir sagen, sehr brav, und dann gehen wir wieder. Genau, wie war denn das? Das ist nicht ein bisschen zu leicht, weil das kriegen die ja relativ schnell wieder an, oder nicht? Nö. Die haben ja keinen Zugriff auf das Comlink. Nee, aber die können da hingehen und sagen, ja, bis sie da sind, ne? Schütz entfernen. Na, was man aber ja machen kann, ist, dass man stellenweise ein paar Leitungen oder Kontakte, nicht Kontakte, oh Gott, aber so Informationsleitungen oder irgendwie sowas, das kann man ja mal temporär überbrücken, das geht ja, auch ohne es abschalten zu müssen. Um das mal abzukürzen. Und dann kann man in die eigentliche Leitung einen Schalter einbauen und dieser Schalter, der da kann mit, das ist so ein ganz klassischer Schalter mit an, aus. Und wenn da einfach ein Kontakt nicht da ist, dann ist er manipuliert und aus und keine Infos und so. Liebe Freunde, ich schätze euren Plan wert. Ja, das sage ich vorher. Aber wenn die sehen, der scheiß Mast geht nicht und deswegen ist so das Grid Guide stark gestört, werden die andere Lösungen finden, das zu überbrücken. Da werden die vermutlich einen Zeppelin mit einer riesen Antenne dort drüber fliegen lassen, damit das Grid Guide wieder für den Bezirk, für den Bereich geht, weil das ja dann auch nicht nur die Brücke betrifft. Aber das ist ja egal, weil auf der Brücke dann schon, weil es kurz weg war, eine Minute reicht ja vollkommen aus, dort ein riesen Unfall war und die Brücke verstopft. Das muss ja nicht ewig weg sein, dort das Signal. Nur zum richtigen Zeitpunkt für ein paar Minuten. Gut, dann ist es aber klüger, wenn wir keine Zeitschaltuhr nehmen, sondern einfach ich sende Anruf, sende SMS und das kann man zurückverfolgen, ne? Wobei ich kein anderes Decoy-Comlink nehmen dafür. Besser wäre noch, er ist noch aktiv und behauptet die ganze Zeit, die Sachen anzunehmen, beziehungsweise halt die Verbindung steht, aber er gibt ihnen einfach keine Daten mehr. Und empfängt auch keine Daten mehr, weißt du? Dann sind die noch verwirrter. Weil die kriegen halt einfach keine Verbindung mehr zum Grid Guide wirklich, obwohl sie eine Verbindung haben. Du meinst sozusagen den Mast hardware-technisch zu hacken. Und sozusagen dem Grid Guide zu sagen, hey, der Mast ist in Ordnung, und den Aussagen, hey, ihr habt Empfang am Mast, aber die Daten zwischen den beiden nicht durchleiten. Genau. Das meine ich doch, diese Datenleitung, da will ich ran. Genau, oder aber noch was ganz, ganz Fieses. Du vertauschst, das ist dann aber wieder softwaremäßig harte Arbeit, denke ich. Du vertauschst die Empfänger.
Ja, aber ich glaube nicht, dass TikTok jetzt das Grid-Guide-System hacken möchte. Das glaube ich auch nicht. Und da habt ihr beide vollkommen recht. Was? Ich Ich wollte auch denke mal, nicht die wissen. Hardware-Lösung ist da die einfache Variante, weil wir da wirklich nur an den einen Mast müssen und ich nicht den Host vom Grid Guide zureiten muss. So, und Ja. Spielleiter, ich sag mal, da ist Industriemechanik im Petto und da ist ein geballtes Wissen von zwei Leuten, die sich durchaus auskennen. Der eine kennt sich noch mehr mit Software aus, die andere ist generell recht gut, was Mechanik angeht. Du wirst uns jetzt sicherlich sagen können, ist es, ob es sind, was da am sinnvollsten ist, und das werden wir tun. So, weil ich keine Technikerin bin. Ja, das, was Daddy gesagt hat, ich habe davon ja Ahnung. Und Ja, deswegen die nehmen wir Datenleitung. Industriemechanik und einen Hardware-Wurf von euch beiden und dann nehmen wir den Mittelwert. Krieg ich MacGyver? Na klar. Sowohl Industrie. Nee, Moment, wer würfelt jetzt Industriemechanik und. Der es hat, sage ich. Du! Okay. Guck mal, nach dem Update ist die 1 jetzt immer schön kursiv. Fast sexy. Also 3, na gut. Wollt ihr das nicht etchen? Ich edge nichts mehr, das hat bei nie was gebracht. Das stimmt sogar. Ja, jedes Mal, wenn ich geätscht habe, war es dann ein Erfolg mehr. Du meinst, ich soll mal kurz ein SRE5 da reinmachen? Mach, was du nicht lassen kannst. Aber ich fürchte, es dauert noch ewig, bis ich Edge wieder kriege. Ich denke auch. Und ich glaube, dass für eine gute Minute Auswahl das Ergebnis reicht. Denke ich auch. Es ist ja nur ein Faktor in vielen. Aber ein Gut. wichtiger. Ja, das ist nicht ganz falsch. Eigentlich ist das nicht der entscheidendste, glaube ich. Wenn Ich wir habe jetzt die alle noch. gleich gewertet, ne? Also, von daher ist es nicht der entscheidendste. Aber wenn wir das richtig fies machen wollen, können wir noch das Ganze so verdrahten, dass nach dem Ausfall mal eben die Funkspannung oder die Betriebsspannung mal eben auf die Datenleitungen geht. Dann ist da nichts mehr mit Senden. Dann ist der kaputt. Das stimmt, aber so wie ich das verstanden habe, habt ihr ihn ja jetzt so manipuliert, dass die erstmal keinen Zeppelin schicken, um das Ding zu überbrücken, weil sie nicht merken, dass das Ding kaputt ist. Und wenn du ihn so kaputt machst, wird es vermutlich schon offenbar. Ja, aber wahrscheinlich werden die ja dann hingehen, wenn sie das merken. Dem Ding sagen, ey, resette dich mal. Wenn der dann kannst du ja so machen, wenn der sich resettet, dass er dann sich grillt. Das klingt unverschämt und ich nehme das auf. Schön. Deswegen steht Ihr hinter deinem Namen auch Kleinschlingel. Aufnahme, ne? Wenn du das aufnimmst. Das finde ich sogar auch lustiger, als ich es finden müsste. Heute ist ein Was guter ist los Tag. mit dir? Heute ist ein guter Tag. Gut. Also ihr seid danach irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde fertig. Schön. Außerdem hat das noch den eleganten Vorteil, dass damit sämtliche Manipulationsspuren wahrscheinlich nicht mehr erkennbar sind. Wenn es da mal eben laut funkt und knallt. Möglicherweise. Jo. Gut, dann Wir werden sind wir diese gut. Gegend wieder verlassen. Als ihr die Treppe nach oben wartet und die Tür dieses Dingens wieder Moment, ich gucke auf die verschließt, Kamera. Nach draußen. steht draußen vor der Tür niemand. Gut. Aber im Hause kommt euch eine Frau entgegen mit einem. Kennt ihr. Klar kennt ihr das. Wenn Frauen so ein Pferdeschwanz haben, aber da musst du dir jetzt vorstellen, der sitzt quasi ganz oben an der Fontanelle. Nasi-Palme. Ja, nicht ganz so weit oben. Ein Halt schon nach überwachsener hinten Dutt. raus. Ja, quasi. Aber auf jeden Fall vermittelt das direkt immer, dass sie, die hat gute Laune offenbar und ist jetzt nicht sehr streng. Oh, so. Also im Gegenteil. Mit noch Moment. Arbeitskleidung an, die kommt euch entgegen und streckt die Hand aus. Moment, Moment. Kommen wir gerade aus dem Keller?
Ja, ihr habt gerade die Tür hinter euch geschlossen. Ist in dem Keller noch etwas anderes? Na, die Haustechnik. Haben wir eine Kleidung, eine Firmenuniform an, die... Tja, da müsste mir mal jetzt jemand Edge würfeln. Okay. Nein, denn ich meine keine Assipalme, ich meine einfach nur so ein Zopf, der weiter oben ist, weil das dann immer, dann zerrt das dir quasi von der Stirn die Haare so hart nach hinten, dass es immer gleich aussieht, als wärst du Fräulein Rottenmeier. Ein Erfolg. Nein, sag mal, Na, was habe ich denn jetzt für eine Dings? Das wäre jetzt für mich wichtig, damit ich weiß, ob ich eine Ausrede finde. Ein Erfolg reicht mir, dass du keine Uniform anhast, die man offensichtlich als ein Kleidungshersteller identifiziert, aber es ist keine Rabutnik die, oder Neonet-Uniform, was für das Haus in Frage käme. Erika. Auf jeden Fall streckt die ihre Hand aus. So. Kümmert mich nicht, ich lauf einfach an der vorbei. Ich glaube, die will bestochen werden. Man hatte uns ja gesagt, dass sie kommen, aber ich dachte, sie kommen jetzt auch bei uns, also oben in die Wohnung, Jakovic, und gucken da mal. Ach so, Entschuldigung, sie guckt gerade auf ihr Comlink. Habe ich jetzt keine Meldung, aber heißt nicht unbedingt was. Wieder haben sie keine Meldung, ich habe 5-mal angerufen. Ja, sie guckt gerade nochmal auf ihre Uhr. Sie waren doch gerade unten und haben sich da um diesen anderen, diese andere Technik gekümmert. Da haben sie ja jetzt wohl auch noch die Zeit hier. Sie sind ja jetzt einmal hier. Ja, natürlich. Jo, die geht dann quasi voraus, hoch, an hier die Butze Jakovic und dann Tür auf. Ist eine sehr schöne Wohnung. Die hat also Südlage. Das heißt... Nicht viel, die sieht ja auch nur Häuser und die Scheißstraße, aber ist okay. Aber die hat so Aroma, sie hat eine Aroma-Klimaanlage, da riecht's ganz leicht nach Marzipan. Nee, ganz leicht, lecker. Eklig. Lecker, habe ich gesagt. Und dann stellt sie sich quasi einigermaßen auffordernd neben ihren Kühlschrank und verschränkt auch nur einigermaßen auffordernd die Arme. Jojo, geht da hin. Was haben sie denn für ein Problem? Ja, ich dachte, das wäre jetzt mal bei ihnen angekommen. Der geht einfach nicht mehr. Was kämpft er damit nicht aus? Ja. Ich guck mal. Jojo macht auf und guck mal. Der geht nicht mehr. Ja, warum denn nicht? Ja, wenn du den Kühlschrank aufmachst, ist das nicht sofort ersichtlich. Nein, sie macht hinten die Technik-Dingens auf. Okay, der hat Kühlmittelkrebs. Sprich, der bräuchte mal eine Frischzellenkur da drin, ja? Quasi. Ist quasi, also, sagen wir es mal so, du könntest dich jetzt hier umdrehen und sagen, da krieg ich keine Teile für. Nee. Oder da hab ich. Jojo, guck mal, was die sich da kaufen muss. Ja, das wird die vermutlich gar nicht so einfach kriegen. Das, also, weißt du, das wird eher dann im Kühlschrank Großhandel, Fachgewerbe Scheiß da sein. Da guckt sie die an und sagt, das Kühlmittel ist nicht mehr... Der Tank hat einen Leck. Da. Durchgerostet. Der Kühlschrank, haben wir jetzt seit 2 Jahren. Das kann ja wohl eigentlich nicht sein. Natürlich kann das sein. Ist ja nicht so, als gäbe es sowas wie Garantie oder so. Doch, die gibt es sehr wohl. Sie sind übrigens sehr unverschämt. Könnte ich mal bitte, ich möchte mal eine Meldung machen zu ihrem heutigen Besuch hier. Ich finde das alles sehr unverschämt. Ich möchte bitte mal da an, ja. Ja, kriegen Sie, wenn ich wiederkomme. Ich habe ja auch keine Meldung, dass ich hier oben bin, war reine Nettigkeit. Entschuldigen Sie mal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich schicke dann die Tage jemanden vorbei, der sich um Ihren Kühlschrank kümmert. Wie die Tage? Ich hätte gerne einen Termin. Ich habe Pflichten. Ich auch. Und sie halten mich gerade davon ab, meine zu tun. Und außerdem haben wir keine Meldung, dementsprechend können wir gar kein Ticket dafür schreiben. Sie können sich darauf verlassen, dass das Konsequenzen haben wird. Na dann. Machen Sie mal gut, Meister. Sie schnappt mehrmals erfolgreich nach Luft, was hier sehr viel Ähnlichkeit mit... Jojo schmunzelt sie an und meint, und je mehr Probleme sie uns jetzt machen, desto länger warten sie auf ihr Teil, also überlegen sie sich das.
und geht. Schönen Tag noch. Ihr Ähnlichkeit mit einem Barsch verleiht. Oder Barteln. Übrigens, ganz wichtig. Sie hat noch, quasi neben der Eingangstür, einen richtigen, und damit meine ich Kalender. So, ihre Pflichten sind nämlich vielseitig. Maniküre, Hautpflege, Friseur, Kinder abholen, Kinder zum Fußball, Eishockey bringen. Dann muss die neue Gardinen aussuchen, neue Gardinen abholen. Wisst ihr, was die Frau, die hat zu tun? Hab mal jetzt bitte die hat mitteilt. Richtig Stress. Ja. Und wenn die nicht Stress hat, wer dann? Ihre Mutter? Ihre Kinder wohl eher. Wenn die beiden so scheiße ist, dann mache ich dir Stress. Elternabend ist auch noch, also. Wieso hat bin ja fast so versucht, dachte, diese... Nein. Trotzdem bin ich fast versucht, irgendwann mal diese Klimaanlage zu hacken und den Geruch mal leicht zu modifizieren. Bittermandel. Ist doch Marzipan. Ach so? Wirklich? Ich dachte eher an das sonnengereifte Aroma von Dellys Unterhose. Das wird es vermutlich nicht in der Auswahl geben. Ich finde, wir sollten uns da einfach was von Malcolm in the Middle abgucken oder irgendwie sowas und da einfach, ich glaube, was war das, Tintenfischreste oder sowas in die Klimaanlage kippen. Oder wie gesagt, Danny spendet eine alte Unterhose, wir hängen die da rein. Das ist auch das sehr ist beliebt. Schön vor sich hin west. Ja, schön ein bisschen, wo er Bremsspur reingelegt hat. Oder eine tote Ratte rein. Sag mal, Daddy, hast du eigentlich noch diese Schmuggelbuchse? Stimmt. Da war ja was. Die habe ich mir eingelegt und extra kultiviert. Da wachsen jetzt deine Kartoffeln drauf. Sie glühen nachts und können reden, aber schmecken ganz toll. Naja, so isst du wenigstens nie alleine. Darf ich dich Papa nennen? Ja, muss man ja bei Karman sich langsam aber sicher ein bisschen Sorgen machen. Warum das? Naja, du scheinst vom Runner auf Zoowärter um zu Aufmerksamkeit widmest. Zu wechseln. Nein, nein. Alles ist gut. Mit seiner Psyche. Ich finde, wir sollten ja nochmal einen Termin bei Destiny machen. Danach ist mit meiner Psyche nichts mehr in Ordnung. Ja, weil die nämlich gar nicht den ganzen Spaß verarbeiten kann, den du da hattest. Vermutlich. Ich habe eine Idee, was ich für ein Kabel mache. Wir fahren mal kurz bei mir zu Hause vorbei und dann hole ich da was ab. Nein. Doch. Na gut. Denk dran, es ist für Kaban, für das Team. Also ein echter Anführer muss ja auch auf die Gruppenmotivation auch achten. Na klar machst du das jetzt. Mensch, Flummi. Was holst du denn? Eine als Geschenk eingepackte Pappschachtel. Ungefähr, ja, so viereckig hoch, ne, wie wo man so Schnapsflaschen drin verschenkt. Jetzt muss ich irgendwie gerade an Coupling denken. Why? Wegen dieser einen Folge, wo der eine losrennt und den Eltern seiner Ische noch eine Flasche Wein kaufen will und dann aber den anderen Typen trifft, der vorher mit einer Tuse was gehabt hat, die seinen Penis nachmodelliert hat und dann verschenkt er den Dildo an die Mutter anstatt die Weinflasche. Ja, gute alte englische Verwechslungsgeschichten, die nie alt wären, ich verstehe. Richtig, ich glaube, sie war sogar sehr begeistert davon, oder? Ja, er hat hinterher das ganze Haus voller Blumen oder die ganze Wohnung voller Blumen gehabt. Naja, es war ja aber auch ein Stück, also. Das heißt ja nicht umsonst St. Patrick's Day, oder? Ja. Ach, Patrick. Is good.
garage. She makes things so very convenient for me. She's my all right. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Ey, Spoiler. Wird keine Konsequenzen haben. Habe ich gelogen. Gut. War jetzt wieder mal, also ich sag das jedes Mal, stimmt ja auch jedes Mal, war jetzt nicht ganz so viel los. Wir haben den Plan verfeinert und wir werden ja bald loslegen über nächste Folge, ich denke schon. Ja. Und nächste Folge, nur so wieder mal, Wandi ist ein paar Mal rausgeflogen und deswegen haben wir versucht, die Zeit richtig sinnvoll zu nutzen. Mit Bildungsauftritt, nein, weiß ich nicht, nie. Mit der Darlegung unserer Gesinnungen und Einstellungen. So. Das war's auch schon. Die Musik ist von, oh Gott, Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und hier von The Cheese Mites mit Cheese My All Night Penis Garage. Das Kanal wohl ist von Evil Chibi mit The Doomsday, aber recht auch scheiß in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milz Bros.